ESU erfüllt mit dem Epoche 3 H0 Modell der altroten Baureihe V160 einen lang gehegten Modellwunsch vieler Modellbahner. Das Modell gibt den Vorbildzustand um 1967 wieder. Diese Lok ist unter der Artikelnummer 31000 im Fachhandel erhältlich. Die ab 1964 in Serie gebauten V160 prägten das Bild der DB-Strecken-Dieselloks. Als Fahrmotor wählte man den Daimler-Benz-Typ MB839BB, später MTU MB16 V652 TB. Das 1900 PS starke 16-Zylinder-Aggregat wies Turbolader und Ladeluftkühlung auf und beschleunigte die V160 auf 120 km/h. Die V160 erwiesen sich vom Start weg als sehr zuverlässig und kamen vor Güter, Personen und sogar Schnellzügen zum Einsatz. Dabei mutete man den Vierachsern gerne auch die Beförderung von Personenzügen zu, für die eigentlich die stärkere und schnellere V200 gedacht war. Im Güterverkehr mussten sich die Loks beispielsweise auch als Ersatz für ausgefallene Dampf-44er beweisen. Die V160 von ESU ist eine komplett maßstäbliche Neukonstruktion. Der Aufbau und der Rahmen ist aus Zinkdruckguss gefertigt. Das Dach der V160 ist mit dem durchbrochenen Lüftergitter sowie mit den fein geätzten Laufgitter detailgetreu wiedergegeben. Scheibenwischer, Griffstangen und Trittstufen sind separat angesetzt. Die exakt ausgeführten mehrteiligen Drehgestellblenden sind mit echten Stahlfedern versehen. Die Puffer der Lok sind federnd ausgeführt. Die Lok bringt ein Gewicht von ca. 500 Gramm auf die Waage. Das sollte ausreichen, vorbildgerechte Züge auf ihrer Anlage zu fahren. Kurzkupplungen können im kulissengeführten NEM-Schacht verwendet werden. Ein fünfpoliger ESU-Motor mit zwei Schwungmassen sorgt für ein exzellentes, vorbildgerechtes Fahrverhalten. Der Antrieb erfolgt über Kardan-Schneckengetriebe auf drei Achsen, die mit jeweils zwei Haftreifen diagonal angeordnet versehen sind. An Bord ist ein serienmäßig verbauter Loksound 5 Decoder, der für DCC, Motorola, M4 und Selectrix Betrieb ausgelegt ist. Dieser meldet sich selbstständig an Zentralen mit Railcom Plus oder MFX-Funktionalität an. Ein eingebauter Powerpack-Speicherkondensator sorgt für unterbrechungsfreie Spannungsversorgung auch auf schwierigen Gleisabschnitten. Die verbaute Universalelektronik kann über einen Schiebeschalter zum Umschalten zwischen Zweileiter- und Mittelleiterbetrieb geschalten werden. Der Schienenschleifer kann unproblematisch mit beigelegtem Werkzeug umgerüstet werden. Eingebaute Doppellautsprecher mit großer Schallkapsel sorgen in Verbindung mit dem digitalisierten Originalgeräusch einer V160 für höchsten Soundgenuss.
Der serienmäßig eingebaute Raucherzeuger arbeitet synchron zum Lok-Sound. Digitale Funktionen wie beispielsweise fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel, abschaltbares zugseitiges Spitzensignal, Rangier, Führerstand und Führerpultbeleuchtung sowie Bremsfunken beim scharfen Bremsen gehören zu den Standardfunktionen von ESOLOK. Der befahrene Mindestradius beträgt 360 mm und die Länge über Puffer der V160 beträgt 184 mm. Neben der altroten Farbvariante ist unter der Artikelnummer 31001 das baugleiche Epoche 4 Modell als Baureihe 216 in der Farbvariante Ozeanblau-Beige erhältlich. Mit dem Epoche 3 Modell der Baureihe V160 von ESO erwerben Sie ein technisch ausgereiftes Modell, welches in Verbindung mit den digitalen Features viel Spielspaß garantiert.